Jedenfalls willkommen beim neuen Video und beim neuen Spiel. Und wir haben ja schon so lange kein Game of Loser mehr gemacht. Deshalb machen wir heute mal ein Game of Loser. Und da wir heute im schönen Olympiabad sind, kann ich euch gerade nicht zeigen. Sonst habe ich zu viele fremde Leute drauf. Aber ihr seht, da hinten, ja, ist der Turm. Machen wir ein Game of Loser, weil wir denn hier sind. Und wir spielen mit folgenden Teams, die ich euch jetzt mal zeige. So, hier haben wir das erste Team. Team Lost. Team Lost. Der Juan und der Sammy. Wir haben Team Eckregal. Achso. Team Eckregal, ja. Team Eckregal. Wir haben einmal den Timon und wir haben einmal den Pumba. Den Tim. Das muss reingeschnitten werden. Dann haben wir das dritte Team. Catfish. Team Catfish. Einmal den Philipp und einmal den Sascha. Wer kennt ihn nicht? Und wir spielen weder Loser, L-O-S-E-R, weil man Loser so schreibt. Wir spielen auch kein SCS. Wir spielen Flips. Das heißt also. 4 Buchstaben. Es gibt noch ein kleines Handicap und zwar für Team Eckregal. Die sind nämlich so gut, die haben nämlich als Team nur einen Versuch, während die anderen beiden Teams... Sie denken, sie wären so gut. Ja, ja. Okay, genau. Und wir stehen schon in der richtigen Reihenfolge und zwar, ihr dürft gleich mal hier Vorgabe machen. Wir spielen natürlich nur 1 und 3. So, also Team... Lost war's. Ja. So, was kommt als Vorgabe? Juan fängt an. Achso, er muss dich schon raussuchen. Ja. Ich mache einen Gainer in die Katze. Gainer in die Katze, alles klar. Und hopp, Gainer in die Katze. Aber okay. Und Sascha Nummer 3. Jawohl. Team Eckregal, eure Vorgabe, was kommt? Wir machen jetzt eineinhalb vorwärts mit einer Schraube. Anderthalb vorwärts mit einer Schraube. Gut, genau. Also aber als Front Full gesprungen. Front Full, gut. Wisst ihr Bescheid? Team Catfish und let's go! Erster Buchstabe für euch, das F für verloren. Verloren. So, dann gehen wir noch gleich mal weiter zu Team Catfish. Sascha, du hast mit der Vorgabe dran. Ich bin mit der Vorgabe dran, ich muss überlegen. Da die Jungs ja keinen Gainer mögen hier, machen wir den noch einfach und dann gleich 1,5 dazu. Okay. Ja, zwischen wollte und hätte, ja okay. Also Vorgabe, Fahrradkette, hätte Vorgabe versaut. Gut, gehen wir mal weiter. Oh, warte mal, Sammy darf vorgehen. Team Lost, was macht ihr? Ich mache einen Front Lay in die Katze. In was? In die Katze. In Front Lay. Okay, gut. So, also Team Catfish war leider auch nichts, deshalb erster Buchstabe für euch, das F. Ein F für verfehlt. Ja, genau, verfedert. Dann ist Team Eckregal wieder dran. Was kommt? Ich gebe Rudi Haarer vor. Rudi Haarer, ja. Für die Unwissenden, was ist ein Rudi Haarer? Vorwärtshalter mit 1,5 Schrauben und Down- und Backflip. Gut, ja. Wunderbar. Okay, also dann von 1 oder 3? Ja, von 1. Von 1. Schade! Knapp! Sind wir dann schon beim Ofen?
Phil. Phil. Bei Phil. 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 Gut, zweiter Buchstabe, Team Catfish. Aber guter Versuch. Das ist nur mit einem AW doch. Ja, ja. Also Team Lost wäre dran. Was war es? Rudi Harra? Ja. Vorwärts anderthalb Schrauben in Backflip. Ihr beide probiert es auch nicht. Nö. Das heißt für euch auch der zweite Buchstabe. Phil. Das heißt, komm. Also ich springe ab, nach vorne, bin in Rückenlage und kurz vor dem Wasser drehe ich und mache eine Katze. Ah, ja genau. Ich habe es vorher gesehen. Also der stylische. Ja, ja, genau. Los. Ja, du musst auch mit. Egal. Ja, trotzdem, oder? Nein, das ist die Lage war auch leider, aber gut. Komm, jetzt hast du ein bisschen, ich weiß nicht, gerade auch nicht mehr. Wo ist dein Teampartner? Im Wasser. Gut, also. Weißt du, was du machen willst? Gainer full. Gainer full? Ja. Gainer full. Gainer full. Gut, also. Team Eckregal war's. Was kommt als Vorgabe? Wir machen zweieinhalb vorwärts. Zweieinhalb vorwärts. Klingt machbar. Ja, dann. So, Team Catfish. Zweieinhalb vorwärts. Ja, was war los? Da hat die Salto gefehlt. Der Kaffee war gerade zu schwach, deswegen habe ich jetzt zu wenig Rotation gehabt. Und deswegen musste ich aufhören. Ich mach's nicht. Wie? Mach's nicht? Hey, dritter Buchstabe. Mach, ja. F-L-I. Flie. Ja, gut, okay. Also. Das ist einfach nur eine dumme Vorgabe. Na gut, alles klar. Ich hab alles gesehen. Alter, wie geht's dir? Mir geht's gut. Ey, das wird definitiv das Intro werden. So, also verdienter dritter Buchstabe. Ja. Weil der war leider nichts. Also wenn ihr es im Intro noch nicht gesehen habt, spätestens jetzt habt ihr es gesehen. Team Catfish. Catfish. Vorgabe. Ja, Vorgabe. Da wieder die Gainer-Jungs hier nicht so gut drauf sind, machen wir mal den Gainer. Halbe Schraube, Köpfer. Gainer. Halbe Schraube, Köpfer. Yes. Wir sind gespannt. Hau rein. Ah, mein Gesicht. Leider nicht. Weil Johann, Respekt, dass du ihn durchgezogen hast, war leider Gott, nur eine Katze. Scheiße, das ist mein Gesicht. Ja, genau. Und Sammy, du machst ihn nicht. Okay, das heißt, ihr werdet somit raus. Also erstes Team Lost hat verloren. Leider. Aber gut, also, aber trotzdem Respekt an euch. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ihr habt die Vorgabe auch geschafft, Team Eckregal. Und ihr habt sage und schreibe drei Matschbälle. Ihr könntet theoretisch Catfish jetzt eine reinwürgen. Habt ihr euch schon was überlegt, was kommt? Das machen sie auch. Das machen sie Full out. Full out? Ja. Also so ein Aufwärmsprung. Ja. Okay, ja dann auch mit dir. Das ist so ganz. Ich hab's auch so probiert.
Die Schraube hat gefehlt. So, also ihr habt sie mitgekriegt. Team Lost als erstes raus, dritter Platz. Team Catfish als zweites raus, zweiter Platz. Immerhin. Und ohne Buchstaben, ich betone nochmal, ohne Buchstaben, ja, Team Eckregal, 4-0 gewonnen. Jo. Also, herzlichen Glückwunsch, Tim, herzlichen Glückwunsch, Pumba, Team. Das Magus wird so reinschallern. Also, wisst ihr Bescheid. Das war's mit dem Gamers Loser aus München. Bedanke mich fürs Schauen, teilen, liken, abonnieren, was in die Kommentare schreiben, wie ihr wollt. Würde mich sehr freuen, antworte auf jeden Kommentar, ihr kennt mich. Und somit werden wir raus für heute. Wünsche euch was. Ciao.